Tor des Monats Oktober, David Blacher, SV Meppen, im Spiel gegen den MSV Duisburg. Der Torwart gestikuliert relativ weit vor dem Tor. Ich bin mir aber gar nicht sicher, ob der Ball freigegeben ist. Hab ehrlicherweise den Schiedsrichter noch mal kurz angeguckt und ja. Da muss ja gar nicht freigegeben werden. Ja, aber manchmal ist es halt so, dass er irgendwas noch zu erzählen hat und er hat mir aber mit dem Kopfnicken das Zeichen gegeben, dass es frei ist und dann habe ich es mal probiert. So, lieber Blacho, wir wären ja nicht der SV Meppen, wenn wir nicht einige Fragen für dich vorbereitet hätten. Kannst du mir sagen, wie weit war dein Tor entfernt? So wie ich es auf Instagram verfolgt habe, auf der Sportschau-Seite, waren es glaube ich 42 Meter. Das ist korrekt. Und ein Spieler in der zweiten Liga hat damals das weiteste Tor geschossen. Wie weit war es tatsächlich entfernt? Wie weit, weiß ich nicht genau, aber ich vermute mal, das war das Tor von Moritz Stoppelkamp. Ja, fast vom eigenen 16er, also ich schätze mal 80, 90 Meter. Es waren 82,3 Meter. Hast mir die Frage vorweggenommen, es war tatsächlich Moritz Stoppelkamp vom SC Paderborn im Jahr 2014. In dem Ranking bist du jetzt mit dabei, mit den ganz großen Spielern wie Karl-Heinz Rummenigge, Klaus Fischer und auch Gerd Müller. Aber wer hat tatsächlich die meisten Male das Tor des Monats gewonnen? Ich bin mir da ziemlich sicher, dass das Lukas Podolski war. Ja, ich merke, ihr Polen habt ein Faible für das Tor des Monats und das ist auch wieder richtig. Herzlichen Glückwunsch und ich hoffe auf mehr Tore. Vielen Dank.